Man könnte das auch im Grunde einfach Stromkreis nennen. So, suchst du noch jemanden, oder? Nee, gut. Du bist doch deine Freundin, oder wie? Ja, das ist toll. So, wunderbar. Hast du noch? Nein, wir sagen das ja nicht. So, meine Damen und Herren, wir gucken jetzt mal, wir wollen mal kurz den Stromkreis erläutern. So, beginnen mit der Spannungsquelle, die Herr Reiner jetzt in den letzten. Spannungsquelle, das ist ein ganz normaler MP3-Player. Ja, das meine ich doch. So, von dort aus wird der Strom in das Stativ gespeist, wandert durch unsere Kandidaten. Toi, toi, toi. Weiter in ein weiteres Stativ, dann hier in diesen schwarzen Aktivverstärker und zurückgeführt wird der Strom über dieses gelbe Kabel. So. Ja, das heißt, jetzt fehlt noch eine einzige Leitung, das seid ihr. Offen. Ja, mit den anderen zusammen. So. Gebt ihr mal ein bisschen Gas da hinten? Ja. Ja, komm, hast du aktuelles Foto von dir mit der Rekonstruktion? Okay, ne, aber ich würde sagen, fass mal die Gleichheit an. Das mache ich noch nicht. Nee, das ist natürlich so richtig. Mach mal so, fass mal an. Nee, du musst jetzt nicht anfassen. Einfach festhalten und richtig festhalten. Richtig festhalten. Ich sehe schon, du hast Klauenflüsse. So, jetzt würde ich sagen, hier einmal die Hände zusammen und festhalten. Das ist gut, warum machst du es dann nicht? So, hier kein Fall die Hände zusammen. Nie die Hände zusammen, nicht bevor ich das sage. Sonst wird sie kurz hell und dann ganz schwarz. Also, das wollen wir nicht. So, aber hier wirklich die Hände zusammenlassen. Hier die Hände zusammen. Hier die Hände zusammenlassen. So, gut. Hier die Hände einmal zusammen. Oh, hier, jetzt haben wir einen mit Gips ausgesucht. Da wird gleich die Nase so ein bisschen schmuggeln, aber das schauen wir mal. So, hier haben wir die Hände zusammen. Hier, jetzt fasst du hier einmal an. Ja, es ist doch was anderes als da sitzen. So! Das tut nicht weh. Jetzt zeig mal deiner Freundin, dass du mutig bist. Ja, jetzt komm mal her. Jetzt musst du anfangen. Jetzt musst du anfangen. Ah! Natürlich fließen jetzt hier nicht 230 Volt, das wäre ja auch Quatsch, ja? Nein, wir haben natürlich 3 bis 4 Volt, die jetzt hier durch unsere Kandidaten kommen. Also sind keine 330 Volt. 230. So, dann würde ich sagen, hier haben wir die Hände hoch. Festhalten! Hier haben wir die Hände nach oben. Und jetzt zusammen. Aus Wasser. Nun, in diesem Wasser befindet sich ähnlich wie in der Gurke 60% Wasser.